Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Oberberg Aktuell ist heute in Lindlar zu Gast. Hier in Frielingsdorf-Scheel befinden wir uns am Feuerwehrhaus, das in dieser Form ja bereits Anfang der 70er Jahre in Betrieb genommen wurde. Es ist also Zeit für etwas Neues. Seit Jahren laufen die Planungen. 2015 fiel ein entsprechender Ratsbeschluss für einen Neubau. Heute findet nun endlich der Spatenstich statt. Was dahinter steckt und was so geplant ist, erfahren wir jetzt. Im Namen der Gemeinde Lindlar begrüße Sie ganz herzlich hier an der Schnittstelle von Frielingsdorf und Scheel. Ja, ein großes Aufgebot. Es ist aber auch ein großes Ereignis für die Gemeinde, insbesondere ein großes Ereignis heute für unsere Freiwillige Feuerwehr und hier nochmal insbesondere für den Löschzug 2 Frielingsdorf-Scheel. Herr Dr. Ludwig, 2015 gab es den entsprechenden Ratsbeschluss. Ist es bei den damals veranschlagten 5,3 Millionen Euro geblieben? Also wir rechnen mit Kosten, Baukosten heute von 5,2 Millionen und nochmal Planungskosten obendrauf von 600.000 Euro. Gegenüber 2015 ist das gegenüber der ersten Schätzung eine deutliche Steigerung. Aber das ist auch der Zeit geschuldet. Wir haben halt nun mal deutliche Preissteigerungen bei allen Baugewerken, bei den ganzen Dienstleistungen. Das ist so. Wir sind aber auch darauf eingestellt und werden das Geld im Haushalt bereitstellen. Das Geld müssen wir in den Feuerschutz investieren, auch zur Sicherheit der Menschen unserer Gemeinde und für die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr. Es dient ja auch zu unserem allem Schutz und ist in unserem allem Interesse, dass dieser Standort gebaut wird. Die Feuerwehr schart mit den Hufen. Das alte Gebäude ist wirklich in die Jahre gekommen. Das Dach reparaturanfällig. Innen ist es zu eng. Es entspricht nicht mehr den heutigen Standards. Hier wird etwas völlig Neues entstehen. So modern, dass man sich das jetzt heute im Vergleich zu dem Gebäude überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also ein riesiger Quantensprung. Es waren viele Hürden zu nehmen, dass wir heute diesen Spatenstich feiern können. Die von Dr. Georg Ludwig angesprochenen Hürden fasst Wolfgang Bürger, Geschäftsführer der Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderung, kurz BGW, zusammen. Wir hatten ursprünglich geplant, jetzt schon erheblich weiter zu sein. Aber ich glaube, jeder weiß, dass die Zeiten im Moment ein wenig schwierig sind, was die Auftragsvergaben angeht, was überhaupt die Möglichkeit angeht, Firmen zu bekommen. Wir hatten recht lange Vorlaufzeiten, leider, was den Tiefbau anging. Sind aber jetzt recht froh, dass wir mit der Firma Gebrüder Schmidt einen Player an unserer Seite haben, der uns zumindest zugesagt hat, die Tiefbauarbeiten bis zum Ende des Jahres so weit vorangetrieben zu haben, dass wir dann planungsgemäß Anfang Januar mit dem Rohbau beginnen können. Und so hoffen wir jetzt, dass wir hier jetzt aktuell in der nächsten bzw. übernächsten Woche mit dem Erdaushub beginnen werden, um dann sukzessive die L-Steinwände zu setzen und das Planum zu schaffen für den Rohbau. Axel Richardshagen, Leiter der Feuerwehr in Lindlar. Welche Vorteile ergeben sich durch den Neubau denn konkret für Ihre Kameraden? Durch den Neubau entstehen Vorteile in dem Bereich, dass wir erstmal viel mehr Platz haben. Das heißt, die ganzen Fahrzeuge, die wir haben, werden adäquat untergestellt. Die können nach UVV-Richtlinien umgestellt werden. UVV? UVV-Unfallverhütungsvorschriften. Das heißt, da passieren weniger Unfälle und die ganze Sache ist sicherer für uns als Feuerwehr. Und wir haben dementsprechend auch Platz, dass wir die Fahrzeuge, wie gesagt, so unterstellen können, wie gefordert ist. Gibt es dann auch mehr Komfort für die Kameraden? Der Schulungsraum wird größer werden, Toiletten werden gebaut, neue, große. Es wird eine neue Umkleide geben, wo sich die Leute oder die Kameraden umziehen können, sich waschen können. Diese Möglichkeit existiert hier in dem Gerät also überhaupt gar nicht. Und es wird alles viel moderner und zweckmäßiger und besser werden, sage ich jetzt einfach mal. Was passiert denn mit dem Altbau? Mit dem Altbau, der wird irgendwann abgerissen und da werden Parkplätze für die Feuerwehr gebaut werden. In etwa 2 Jahren rechnet man mit der Fertigstellung und dem Einzug der Feuerwehrkameraden in das neue Gebäude. Das war's für heute. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.